mehr zusammen. Aber es war natürlich eine schöne Feier und überhaupt ein toller Tag in Berlin. Und ja, damit es nicht zu schön wird, haben wir Martin Sonneborn auch hingeschickt. Guten Tag, darf ich fragen, was Sie erwarten heute? Entschuldigung, von welchem Fernsehen sind Sie? Das ist das ZDF-Fernsehen, steht da drauf. Stichwort Homosexualität, was würden Sie den Schwulen sagen? Ja, das ist eine gute Frage, aber was die Heilige Schrift dazu sagt. Was sagt die Heilige Schrift dazu? Antwort dazu. Und das hat ja der Papst auch schon gesagt, dass man durchaus diesen Lebensstil nicht so weiter praktizieren soll. Was sollen die sonst machen? Was machen Schwule? Sollen sie zum Arzt gehen? Das wäre vielleicht eine Idee. Okay. Es kann nicht sein, dass wir Leute wie Westerwelle oder Wovereit meinen oder uns klar machen wollen, dass nur Schwulsein Bildung hat. Herr Matusik, Stichwort Schwuchteln. Glauben Sie, dass Homosexualität durch eifriges Beten heilbar ist? Absolut. Aber ich glaube nicht, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Ich glaube auch, dass der liebe Gott die Homosexuellen genauso lieb hat wie alle anderen. Genau so oder noch mehr? Noch lieber? Ich glaube, das unterscheidet er nicht. Liebt alle seine Geschöpfe. Ja? Liebt auch Sie, mein Bruder, Sonneborn. Können Sie uns reinbringen? Ja, klar kann ich so bei zum Papst? Ich kenne den Papst mittlerweile und ich habe gute Kontakte zum Vatikan. Super, und wir gehen. Oh Gott, wir loben, preisen deine Stärke. Machen Sie das nicht kaputt? Doch, logisch. Lassen Sie uns durch, wir sind Papst. Matthias, das war wirklich beeindruckend. Sag ich doch. Da ist er. Herr Matusek, ich habe gestern einen Ablassschein verkauft für 1 Euro und versprochen, das geben der Dame, Sie sofort wieder zurück, dass der Papst den Euro bekommt. Nein, ich habe versprochen, dass der Papst den Euro bekommt. Am besten, Sie geben ihn selber. Sie geben ihm den Euro selber und sagen Sie gleich, Sie bereuen, dass Sie Menschen in die Irre geführt haben. Sie bereuen, dass Sie für eine Satire-Sendung arbeiten. Wir laufen ganz schnell da durch. Wir könnten da jetzt hoch. Das stimmt. Matusek, Sie kennen den Papst wirklich, oder? Ich kenne den Papst. Ich kenne den Papst gut. Das ist ja... Hallo. Vor allen Dingen, Sicherheitsbereich, Sie dürfen mir nicht weitergehen. Tut mir leid. Wir sind mit dem Papst befreundet. Ich bin mit dem Papst befreundet. Der Freund, beste Freund des Papstes. Wir Sicherheitsbereich, Sie müssen zurück. Tut mir leid. Ja. Kennen Sie den Papst? Ohne Gewalt. Ja, ich mache keine Gewalt. Um Gottes Willen. Bitte. Herr Matusek, die Sache wird mir zu heiß. Ja. Geben Sie dem Papst den Euro. Ja, ich werde versuchen, was ich machen kann. Es tut mir leid, wir waren halt nicht in dem Sinne verabredet, aber er wird das sicher dankend. Gute Freunde schauen gerne mal auf einen spontanen Besuch vorbei. Dankeschön. Martin Sonneborn, vielen Dank. Und den Euro schicken wir mit der Post.